Aus Anlass der 50-jährigen Wiederkehr der Berliner Luftbrücke trafen vom 21. bis 23. August in Berlin Wasserflieger aus vielen Ländern zu Flugvorführungen an historischem Ort zusammen. Bevor die Piloten ihr Können dem Berliner Publikum zeigten, mussten sie sich erst einmal einem genauen Briefing unterziehen. Hier wurden alle Sicherheitsthemen bekannt gemacht, vom Wetter bis zu speziellen Flugsicherungsregeln auf einem extra geschaffenen Seaport, also einem Wasserflugplatz. Wir sind wieder im Anflug auf den Wannsee und werden nun ein Touch and Go vornehmen. Das heißt, kurz auf dem Wasser aufsetzen und dann wieder durchstarten. Die Landung verläuft perfekt und weich. Das Fahrwerk wird zur weiteren Stabilisierung ausgefahren. Warum hat dieses Wasserfliegertreffen stattgefunden? Es war ursprünglich eine Idee, im Rahmen der Feiern zum 50-jährigen Jubiläum der Luftbrücke auch an die Leistung der Engländer mit ihren Sunderlands zu erinnern. Und man hat dies praktisch als Ankerpunkt genommen, um ein internationales Wasserfliegertreffen in Berlin im Wannsee auf dem alten Landeplatz der Sunderland-Flugboote durchzuführen. Welche besondere Rolle haben denn Flugboote bei der Versorgung Berlins in jenen Jahren gespielt? Der Einsatz der Sunderland war ausgesprochen wichtig, denn die Stadt Berlin musste mit allen Gütern des täglichen Lebens versorgt werden. Dazu gehörten auch zum Beispiel Salz und andere aggressive Stoffe, die, wenn sie in die Verbände von Landflugzeugen eindrängen, dort zu Schäden führen könnten, die die Flugsicherheit beeinträchtigt. Flugboote hingegen, die für den Einsatz auf dem Atlantik konzipiert waren, also für Salzwasser und mit Korrosionsproblemen zu kämpfen haben, waren natürlich weitaus korrosionssicherer gebaut, so dass diese Flugzeuge sich besonders eigneten, diese aggressive Ladung zu transportieren. Das war der Hauptgrund, warum man die Sunderland eingesetzt hat. An dieses historische Ereignis wollten auch die Wasserflieger mit ihrem Treffen erinnern. Das Luftbrückendenkmal in Tempelhof, im Volksmund die Hungerhake genannt, erinnert an diese Zeit und deren Opfer. Viele Gedenkveranstaltungen gab es zum Luftbrückenjubiläum.
Politiker und Zeitzeugen erinnerten an die schweren Tage während der Blockade. Desire for freedom. No more faceless people in the city. Forever. Berlin bleibt doch Berlin.